Stimmt, dann können wir noch einmal Trockenfleisch, weil wir haben ja noch 5. Okay, also den Betrag durch. Warum scrollt ihr denn alles wieder da hoch, ey? Mal 4. Ist etwas kommt. Okay, ja. Ist wirklich etwas kompliziert. Oh. Die Schmiedetante ist ja auch schon schwanger. Sag mal, sind die hier nur am Ficken oder was? Das ist so. Na gut. Ah. Hier gibt's halt auch kein Netflix. Ja, du darfst halt dann nicht in gute Häuser sozusagen, in dem sie eine Mann und Frau stecken. Ja, aber anders geht's ja nicht. Ich kann ja nicht zwei Männer oder zwei Frauen reinschicken. Natürlich geht's anders. Mehr Häuser bauen, dass du quasi Frau und Mann getrennt. Also wenn du quasi Kinder vermeiden willst, worum es ja jetzt gerade als Thema geht. Dann hast du ja auch wieder mehr Steuern. Theoretisch natürlich klar, aber praktisch gesehen, wenn du halt, wie gesagt, gerade dieses, wovon wir reden, halt dieses Kinder vermeiden, dann musst du das halt hier vom Spiel... Wir müssen erstmal die Abtreibung einführen. Ja, wie gesagt, jetzt vom Spielprinzip, wir können ja nichts für die Spielmechanik. Das hat ja jetzt nichts mit dem echten Leben zu tun. Nee. So ungefähr. Dann musst du das halt wahrscheinlich schon so machen. Mach aber eine Abtreibungsklinik auf. Ah. Oh Mann. Ich meine, wenn wir beide Bock haben und das ja öfters länger noch durchziehen, so ungefähr, dann könnte ich auch sagen, von wegen, keine Ahnung. Ich baue auch ein Dörfchen, so ungefähr, und dann können wir, was weiß ich, sag ich mal, bei mir kommen, dann kannst du ja dann Mann und Frau sozusagen rübergeben, dass ich die dann auch in Häuser stecken kann, getrennt wegen halt Kindervermeidung. Ja, Kinder sind ja auch cool, die können wir auch irgendwann ausbilden. Verkaufen. Genau. Okay. Ja, war gut. Was? Alter. Bäh. Genau. Der war gut, das war. So. Es wird hell. Das heißt, irgendwann muss so der Kack vor. Ja, ja, ich bin schon wieder in den Norden gewackelt. Die Olle angraben, mit der ich eben schon mal gelabert habe. Mhm. Muss ich auch gleich nochmal machen. So, jetzt steh mal auf da. Ich hab deinen Dreckshonig, Alter. Oh, it's you again. So. Das ist wundervoll, einfach wundervoll. Vielen Dank für deine Mühe, keine Ursache. Good luck. So, ich werde jetzt auch mal gucken, ob die Alte nochmal wieder mit mir schnackt. Jetzt der nächste Tag, müsste eigentlich schon gehen. Eigentlich. Die Lorelei. Guten Tag, meine Liebe. Heute werden wir wieder quatschen. So, wir kennen uns noch nicht. Hey, was? Da kennen wir uns. Zuneigung ist schon auf 20%. Du kennst mich nicht. So. Oh, he's here again. Ja, Romantik. Ich glaube, du solltest erstmal ein Bad nehmen. Moment. Und ich habe also Ich wasche mir kurz den Pimmel. Das. Bei so ein, zwei Sachen, so von wegen, ich wurde schon mal von einer Biene gestochen und bla bla bla, so voll die random Sachen, die geben manchmal auch echt gut Zuneigung. Ja, aber wir machen ja jetzt erstmal hier ein Kompliment. Du hast schöne Augen. Jawohl. 37%. Wie geht's dir, meine Schöne? Oh, como está, mi bonita? Oh. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt und das macht mir Angst. Manche Menschen versuchen ihr ganzes Leben lang zu verstehen, was Liebe ist, aber Liebe kann man nicht verstehen, nur empfinden. Ich könnte deine Stimme stundenlang zuhören. Singst du? So eine, das macht mir Angst. Ich habe mein ganzes Leben in Angst. Also nur ein Atemzug. Okay, Marie, jetzt brauche ich dich. Ich hoffe, du bist da. Die sind alle ein bisschen abgedroschen hier, die Sätze. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt und das macht mir Angst.
Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Nummer 1. Nummer 2. Manche Menschen versuchen ihr ganzes Leben lang zu verstehen, was Liebe ist, aber Liebe kann man nicht verstehen, nur empfinden. 3. Ich könnte deiner Stimme stundenlang zuhören. Singst du? Und 4. Ein Schreiber, den ich auf meinen Reisen getroffen habe, hat mir erklärt, wie man Tinte zum Schreiben herstellt. Das hatte ich mich schon immer gefragt. Liegtest du gerade und fragst die Marie, was du drücken sollst? Ja. Das hatte ich schon immer. Anscheinend benutzen sie dafür Galläpfel, die an Eichenblättern wachsen. Das ist ekelhaft. Und 5, nicht so wichtig, nehmen wir nicht. Opa Norbert schreibt, die erste erst bei 100% Zuneigung. Okay. Wollen wir die 2 nehmen? Oder die 3. Erstmal. Ey komm, die ist 19, die ist noch jung und naiv, der kann nicht alles erzählen. Also was denn? Ja, ist die 3, ne? Ich meine sie 3. Plus 8. Na, ich hab eine Kleinigkeit, geht ja nicht. Wie geht's dir, meine Schöne? Oh. Ich finde dein Haar einfach schön. Wurdest du schon einmal von einer Biene gestochen? Wenn ja, denk dran, zuerst den Stachel. Nochmal plus 4. Wie geht's dir, meine Schöne? Achso, du hättest 2 genommen, okay. 0. Diese Lumpen? Ja, okay, dann halt nicht. Plus 4. Aber wir sind schon bei 46%. Die wird schon feucht im Schlibber, ich sag euch das. Die bespringt uns bald. Okay, heute nicht mehr. Leb wohl. So. Jetzt. Scheiße. Muss ich erstmal Messer machen, weil der Winter bald vorbei ist. Neun Stück. Hähnchen kaputt gemacht. So. Naja, ich brauch dann Fleisch. So. Ich könnte ja schon mal gucken, was ich noch hier so an Fähigkeiten gekriegt habe. Handwerkliches Können. Das würde ich sagen, machen wir mal ja. Dann hier. Übernehmen. So, was fehlt mir jetzt? Stock. Oh. Steine hätten wir wahrscheinlich noch genug. Ich brauch Stöcker. Und bei Temperatur merke ich gar nichts, also. Machen wir erstmal das hier. So, okay. Machen wir das doch. Achso, hier, das wollte ich schon. Irgendwo. Hauptsache erstmal alles hochleveln, genau. Das brauchen wir. So. Aber das war ja alles noch nicht. Genau, das brauchen wir. Gut. Dann müssen wir jetzt gleich ein bisschen quatschen, Chat. Mal sehen, was die alle von uns wollen. So, mal schön hochgelevelt. Also jetzt habe ich extra heute den neuen Hut aufgesetzt. Und jetzt kommt Comedy gar nicht, der ihn letztens noch sehen wollte. Apropos neuer Hut. Habe ich den schon wieder falsch auf? Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier wieder Wölfe rumrennen. Bei mir sind immer hier in der Gegend Wölfe rumgerannt. Jagdgebiet Wolf. Ja. Mach mal lieber einen großen Bogen.
Hallo. Hier, auf zu pennen, Alter. Hier ist dein scheiß Messer, du Penner. Have a good day. So, ich mute mich kurz. Ich muss ein bisschen quatschen. Ne? Yep. Der ist bei Frankel im Chat wahrscheinlich. Der streamt heute auch. Stimmt. Ja. Ich wollte nach der Arbeitskleidung fragen, die du kürzlich bekommen hast. Noch ein Witzbold. Es gibt mehr von euch, als ich dachte. Du wirst diese Beleidigung bereuen. Schaff mir diesen Lappen aus den Augen. Was stimmt damit nicht? Bist du blöd? Er hat mir ein Kleid gegeben. Ein Kleid für ein kleines Mädchen. Dieses Wiesel hat das Paket abgegeben, als er an meiner Werkstatt vorbeikam. Er sagte kurz, es wäre eine neue Schürze für mich. Verflucht soll er sein. Und du hast es ernst genommen? Es war ein offensichtlicher Fehler. Alle haben mich ausgelacht. Die haben mir gesagt, ich soll meine haarigen Beine rasieren, bevor ich es anziehe. Verflucht soll dieser Junge sein. Nimm es und bring es weg. Bist du sicher, dass du es nicht getragen hast? Das ist ganz schmutzig, du Widerling. Hast du deinen Amboss damit abgewischt? Irgendwo wartet ein kleines Mädchen drauf. Das riecht wie eine Kackwurst. Aber das ist nicht mein Problem. Warte mal. Ich kann sie ändern, meine Schmiede ist nicht so sauber wie der Hintern einer Jungfrau. Die ist ein schmutziger, staubiger Ort, an dem ihr den Hitze... Gott. Ort, an dem dir die Hitze ins schmutzige Gesicht schlägt. Es ist alles andere als Kleiderkiste eines Kindes. Fein, gib einfach wieder her, bevor noch schlimmer wird. Gut. Ich gehe mal davon aus, einige davon sind noch draußen. Oh, warte mal, hier haben wir auch noch jemanden. Was kann ich für dich tun? Ich suche nach einem verschollenen Weinkrug. Ah, noch jemand. Warum bist du schon alle vor dem Krug? Wenn das so weitergeht, habe ich bald nichts mehr davon übrig. Warte einen Moment. Sagst du verschollen? Das sagte ich. Kann ich ihn zurückhaben? Ich habe dich schon verstanden. Warum willst du ihn mir wegnehmen? Der war ein Geschenk. Der junge Mann hat gesagt, es wäre für meine Dienste für die Stadt. Du musst wissen, ich arbeite so gut, dass bisher kaum jemand die Früchte meiner Arbeit bemerkt hatte. Ich gebe ihn zurück, wenn er leer ist. Der Wein war für jemand anderen gedacht. Der Quartiermeister sucht danach. Verdammt! Der Wahn ist ein anständiger Mann. Ich möchte nicht, dass er Probleme bekommt. Aber es gibt ein kleines Problem. Der Krug ist schon halb leer. Meine Nachbarn haben meine Haustür unverschämt wie Fliegen vergammeltes Fleisch. Was? Meine Nachbarn haben meine Haustür? Ach, umschwärmt. Ich kann nur nicht lesen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Jeder wollte einen Schluck. Darüber mache ich mir später Gedanken. Gib ihn einfach zurück. Nimm ihn. Ich will ihn nicht. Ich will ihn noch mehr Ärger deshalb haben. Bitte erzähl der Mann nichts Schlechtes über mich. Dieser neue Kerl hat mich reingelegt. Ich nehme nie wieder etwas von Fremden an, die an meine Tür klopfen. Ich stelle alles richtig, keine Sorge. So, ich tippe mal, wie gesagt, die sind hier draußen. Wenn nicht, haben wir jetzt halt ein Problem. Dann muss ich halt gleich wieder reinlatschen. Obwohl? Ja, ich glaube, so. Fuck! Und wieder leckt das hier heute, ey. Oh Mann, so ärgerlich. Bratumil. Willkommen, wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde gerne einen Bündel Hämmer abholen.
Aber natürlich werde er. Ich fürchte nur, sie sind noch nicht fertig genäht. Du musst verstehen, es ist viel Strickarbeit nötig, um Material herzustellen, das dicht genug ist, um einen guten Hammer abzugeben. Oh, dann werde ich warten. Wie lange brauchst du noch, um damit fertig zu werden? Was redest du da? Das macht keinen Sinn. Ah, du hast ganz öffentlich keine Ahnung von Kunst des Nähens. Ich denke, die Unterhaltung hat sich damit erledigt. Ich möchte gern wieder in die Arbeit gehen und mich nicht wiederholen. Bitte achte auf dich und versuche dir den Kopf nicht wieder so hart zu stoßen. Auf Wiedersehen. Ich weiß immer noch nicht, wovon du redest, aber ich suche nach einer Lieferung Hämmer. Wofür sollte ich solchen Müll brauchen? Meine Arbeit verlangt Fingerspitzengefühl, keine rohe Gewalt. Warte einen Moment. Das kommt mir doch bekannt vor. Vor kurzem war ein junger Mann hier. Er kam in meine Nähe reingestürmt und warf ein Bündel Holzwerkzeug mit Füßen. Sie waren völliger Müll. Ohne groß nachzudenken, habe ich mein Haus damit geheizt. Ich weiß nicht einmal mehr, wo, ob es Hämmer waren. Danke, ich werde versuchen, woanders welche zu finden. So, und dann haben wir hier noch einen irgendwie. Hä? Und der ist jetzt draußen, oder was? Das kann doch nicht sein. Wir waren doch eben draußen. Da hat er doch gesagt, nee. Der ist sich jetzt verpisst eben, oder was? Oh, Mann. Ich glaube, wir müssen hier viel Scheiße wieder gut machen. Diese Mission hätte ich nicht annehmen sollen. Bogus Lover. Worüber schüttelst du den Kopf? Was ist das für ein Gestank? Geht es deinen Kühen gut? Es ist schrecklich, sie sind krank und haben Durchfall. Oh, warum habe ich mich nur auf diesen neuen Kerl gehört? Er hat mir ein Paket Zwiebeln gebracht und war überzeugt davon, dass sie meine Herde von Krankheit und störenden Insekten schützen würden. Ich hatte nach gar keinem Sonnenheilmittel mit gefragt, aber er hat mich dazu überredet. Jetzt fange ich durch diesen Zwiebelgestank jedes Mal an zu weinen, wenn meine Kühe muhen. Das Paket war wahrscheinlich für jemand anders gedacht. Kannst du mir den Rest davon geben? Hier, nimm das. Ich will das nie wieder sehen oder riechen. Sag diesem Schwindler, er soll es selbst in den Mund damit vollstopfen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, seine Dummheit zu heilen. Danke, ich hoffe, deinen Kühen geht es bald wieder besser. So. Also, abliefern, gesagt Zwiebeln. Halbleerer Krug, schmutziges Kinderkleid. Also. Zack. Are you well? Wer hat Steine erschaffen? Was machst du, junger Mann? Ich? Nichts Besonderes. Sammel nur Steine. Keine große Sache. Mach daraus einfach Werkzeuge. Die sind besonders gut für Anfänger geeignet. Du räumst die Felder und Straßen frei? Ja, genau das mache ich. Es müssen noch eine ganze Menge Steine aufgesammelt werden. Ich muss los. Du bist ein seltsames Kerlchen. Was machst du, junger Mann? Hä? See you later. Aber den soll ich doch... Oder ist das... Nee, es ist er nicht. Ach, oh Gott, ich hab den Falschen angeschnackt. Bin ja doof. Warum das finstere Gesicht? Ich habe mich mit den Leuten in der Stadt unterhalten. Deine Fehler waren schlimmer, als ich dachte. Ich habe dir doch schon gesagt, dass sie viel zu wählerisch sind. Ich habe mir über jede Lieferung Gedanken gemacht. So schlimm kann es nicht sein. Ich fürchte, das ist es. Ich konnte nicht alle Gegenstände zurückholen. Schau. Was soll ich damit anfangen? Die Hälfte fehlt. Hör zu, bringe dieses dreckige Kleid zu einer bezauberten Dame. Ich bin hin und wieder, besuche sie. Sie wird es für mich waschen. Ihr Vater hat einen geheimen Speisekammer etwas Wein versteckt. Ich denke, das sollte reichen. Du gehst im Diebstahl über, das ist keine Lösung. Jetzt sehe ich, dass du Fortschritte machst. Gute Arbeit. Das ist der erste Vernünftige, was du bisher gesagt hast. Sprich weiter. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe alles schon geplant, was dich angeht. Du besorgst die restlichen Zwiebeln und Holzhämmer. Bring sie mir, wenn du soweit bist.
Du machst wohl Witze. Das ist deine Aufgabe. Aber du hast von Anfang an sehr interessant meine Aufgaben gezeigt. Ich bin nicht dumm. Wer außer der Wand hätte dich schicken können, um nach mir zu sehen? Was für eine unerwartete Funke Klugheit von dir. Ich habe ihm versprochen, das Problem mit den Lieferungen zu lösen. Ich werde mein Wort halten. Zwiebeln, 20. Boah, muss ich jetzt welche kaufen? Weil ich habe ja keine. Warte auf den nächsten Tag. Kann ich die Mission auch später abschließen, wenn ich nochmal Zwiebeln angepflanzt habe? Wollte ich jetzt nicht kaufen. Ich meine, Holzhämmer kann ich selber machen, aber... So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ja, moinsen. Ich hab das Wiesent eben erledigt. Nice. Habt jetzt 74 Fleisch gebracht. Das ist nicht wenig, ne? Nee. Da habe ich mir gedacht, das hilft dir doch bestimmt gut weiter. Vielleicht. Ja, ich denke schon. So werden deine Dorfbewohner nicht so schnell verhungern. Das stimmt. Holzhämmer. Ich meine, schließlich sind wir ja auch auf dem Weg, dass wir ja noch Frauen haben und heiraten und so. Das heißt, unsere Kinder und so müssen ja auch ernährt werden, ne? Ja, das stimmt. So, einen mache ich jetzt selbst. Sofern es geht. Holzhammer. Stock. Ich brauche noch Stöcker. Die Mission hat kein Zeitlimit. Das ist gut. Dann werde ich nochmal Zwiebeln demnächst anpflanzen. Gut, ja. Sofern ich welche habe. Warte mal. Ein Stück. Kann ich im nächsten Frühling kann ich die anpflanzen. Geil. Dann machen wir das doch so. Knall ich die Holzhämmer mal eben in meine Kiste, damit ich die nicht irgendwie verballer oder verkaufe oder sonstiges. Kiste da. Alter, aus dem Nichts kommt einfach mal so eine Wildsau an, du. Ich höre auf einmal Musik und denke mir, hä? Jawohl. Und nochmal Fleisch. So muss es sein. Ups. Ich bin ja in unserem Dorf. Achso, ja, da muss ich auch lang. Genau. Aber ich hätte den Weg da rechts nehmen müssen. Nee, der kommt erst. Gut. So. Unbesät. Hier ist Karotte. Hier liegt ein einsamer Baumstamm rum. Ich fasse es ja nicht. Da hat gerade einfach mitten auf dem Weg hat ein einsamer Baumstamm rumgelegen. Muss von einem Baum gekommen sein, den du mal irgendwann gefällt hattest. Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Da ich hier in dieser Richtung noch nicht unterwegs war, ja. Ja, oder einer deiner Leute sozusagen. Ja. Okay, ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Also, was mache ich als nächstes? So die Frage. Momentan läuft es ja ganz gut. Die Alte kann ich jetzt nicht nochmal anquatschen. Müsste so langsam... Aber jetzt sind ja auch nur zwei Wölfe.
ein bisschen Geld machen. Holzschaufel. Wieder ins blöde Inventar so einen scheiß Heilungstrank nehmen, den ich gefunden habe. Holzspeer. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich im Inventar bin, dann tut er automatisch quasi wieder nach oben scrollen. Ja. Ich scroll nach unten, er scrollt wieder automatisch nach oben. Wolf ist jetzt zwar erstmal weggerannt, aber wir sehen uns bestimmt irgendwann auch wieder. Da ist der Ausgang. Das nochmal. So, ich bin nochmal eben kurz im Dörfle oder im Städtle. Muss nochmal ein bisschen Geld machen schon mal. Dann gehen wir nochmal ein bisschen auf Hechtjagd. Damit konnten wir ja doch sehr viel Geld machen und unsere Steuern bezahlen. Ja, ich brauche hier gerade mal ein bisschen was so in dieser Grabungsstätte hier aus mit so Salz und Kupfer und so. Hello there. Whatever you need, I got it. I could really do with a drink. Der Atemberauber. Könnten wir eigentlich auch verkaufen, ne? One of the travelers told me that in the south. People ride on horses with two large hunches on their backs. Is that true? If I were to say what I value the most in life, I would say. Bin jetzt gerade voll am Verdursten. Nein! Nicht verkaufen, sagst du? Steigt der noch im Wert, oder? So was? Probier es einfach mal. Okay, hat geholfen. Hat geholfen. Ich hab einfach mal ein Roggenbier gesoffen. Okay. Stein. Jetzt brauchen wir nicht. Es gibt Gerüchte, das Messer nutzt sich nie ab. Aha. King will go down in history as the most forgettable one. Our
Screwdriver. Where are all the good men gone? Ist es auch wirklich nur ein Gerücht oder sollte ich wirklich mal dieses Messer ausrüsten? Wow, you're so handsome. Why don't you have a wife? Also ich habe ein Eisenmesser unterwegs. Hier hat irgendjemand gesagt, warum habe ich keine Frau? Irgendjemand findet mich hier geil. Aber wer war's? Ich will nicht spoilern, deswegen ist es ein Gerücht. Okay, Moment. Ob das auch funktioniert, dass du zum Beispiel, sag ich mal, jetzt einer als sich als Frau erstellt, der andere als Typ und dann kriegt man zusammen Kinder? Was nochmal? Wenn du jetzt quasi, wir machen jetzt einen Spielstand auf, ja? So, dann ich sag jetzt mal als Beispiel, du machst dich als Typ, ich mach mich als Frau. Können wir dann auch Kinder kriegen und heiraten? Gute Frage. Ich muss hier abhauen, ein Bär! Bookmiller. How are you doing? Ich hoffe, jetzt ist was Wichtiges. Was los, junge Dame? Du wirkst aufgelöst. Natürlich bin ich das. Meine Eltern haben mich wieder bestraft. Aber es war gar nicht meine Schuld. Ich habe mein Bestes gegeben. Nun auf den Feldern, meine Aufgaben. Aber mein schrecklicher Bruder Butzi da hat wieder alles kaputt gemacht. Was hast du getan, dass sich dein Bruder so behandelt? Atmet tief durch. Gefährlich hier, du. Was? Ganz schön gefährlich hier, du. Kam aus der Mine raus, jetzt verfolgt mich ein Bär. Wir sollten unsere Aufgaben zusammen erledigen. Aber er konzentrierte sich nie richtig auf seinen Teil. Stattdessen verbringt er den ganzen Tag damit, mit seinen Steinen zu spielen und sich mit ihnen zu unterhalten. Meine Freunde haben darüber und sagen, lachen darüber und sagen, er ist ein Spinner. Warte, ich will gar nicht wissen, was er mit den Steinen macht. Kleine Kinder spielen gerne mit Steinen. Er ist ein Kind. Butziger ist älter. Er ist kein Kind. Butziger ist nicht älter als ich. Ist älter als ich. Das ist das Problem. Er sollte verantwortungsbewusster sein. Er hat alles angefangen, als unsere Mutter von uns verlangt hat, Steine von unseren Feldern zu entfernen. Ach, das ist der Typ, den wir vorhin schon gesehen haben. Seitdem sind seine Steine das Einzige, das ihn interessiert. Botsida betrachtet sie ständig von allen Seiten, zerschlägt sie zu kleinen Stücken, um zu sehen, was in ihnen ist. Einmal habe ich einen Splitter davon ins Auge bekommen. Autsch, es wundert mich nicht, dass du genug davon hast. Ich habe genug davon. Vor unseren Eltern tut er immer so unschuldig. Sie denken, er ist nur ungeschickt und sagen, ich soll mich um ihn kümmern, aber er hört nie zu. Bring ihn zum Vernunft, ja? Keine Sorge, junge Dame, er braucht etwas Ermutigung. Gucken wir mal. Wo bist du? So, wo ist denn Steinboy? Norbert schreibt gerade, wenn wir als Spieler, also wir zwei,
heiraten und Kinder bekommen, müsste einer für 2 Jahre im Haus bleiben und das Kind halten. Ob das so gut wäre? Ja gut, dann klappt das vielleicht nicht ganz so. So, wo ist denn der Stein für die Schiss? Oh, hallo, ich habe auffällige pilzförmige Steinfeinleien. Hast du mich zufällig irgendwo hier gesehen? Ich habe nicht vor, danach zu suchen. Hör mir diesen Stein Unfug auf, junger Mann. Gleichaltrigen lachen dich aus und misst deinen Aufgang im Rückstand. Okay. Mach Steine auch, was für ein Zufall. Ich habe früher genau wie du Steine gesammelt, aber meine Eltern haben es mir irgendwann verboten, weil ich mit meiner Feldarbeit zu weit im Rückstand war. Deine Schwester beschwert sich. Versuch mal die 2. Ja, finde 30 Steine. Wirklich? Das wäre ein Zufall. Meine sind mit meiner Arbeit in letzter Zeit auch nicht zufrieden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn sie mir verbieten würden, Steine zu untersuchen. Das ist alles, was ich machen kann. Haben dir deines wirklich verboten? Haben sie. Es ist alles mit meiner Schwester angefangen. Sie konnte es nicht ausstehen, dass sie die Arbeit allein machen musste. Oh nein. Nach allem, was du sagst, könnte ich in großen Schwierigkeiten stecken, als ich dachte. Dummer Bosi da. Du hast einen Stein statt eines Gehirns. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, unter Steinsammlern. Bitte hilf mir nur noch ein paar mehr Steine, die ich untersuchen kann. 30 ist genug. Ich verspreche, dass ich all meine Aufgaben nachholen und nie wieder im Rückstand bleiben werde. Du hältst besser Wort, junger Mann. Ich will meine Zeit nicht verschwendet haben. Okay, ich bring dir 30 Steine und dann schlage ich sie dir mit dem Schädel ein. Fangen wir einfach mal gleich hier vorne an zu sammeln. Das war so schlecht geworden. Mein Hund hat schon wieder Blähungen. Die sind echt nicht von schlechten Eltern. So, dann grabben wir uns mal den Stein für die Schisten. Noch rennt er hier ja anscheinend rum. Für Spitzengeruten sich nach zu urteilen, hast du sicher die Steine für mich. Ich kann es kaum erwarten, die genau zu untersuchen. Ich habe all diese nicht wirklich leichten kleinen Schwäche angeschleppt. Du machst dich über mich lustig. Nimm sie. Es war mir ein Vergnügen. Nütze sie gut und dann geh zurück an deine Arbeit. Danke. Aber sie sind so gewöhnlich. Vielleicht ist im Inneren etwas, aber ich glaube, ich habe mit solchen schon oft gespielt. Das ist alles, was ich in der Gegend finden konnte. Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Ich weiß nicht, was du erwartet hast. Ich habe genau das getan, was du wolltest. Jetzt bist du an der Reihe. Ich glaube, du hast recht. Ich war nicht besonders genau, aber noch ist nichts verloren. Ich kümmere mich wieder um meine Aufgaben, aber versprich mir bitte etwas. Ja, sicher. Was brauchst du?
Wenn du jemals einen ungewöhnlichen Stein findest, bringst du ihn mir. Ich würde ihn gerne untersuchen, meine Sammlung hinzufügen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bam. Also wir gehen ja jetzt in die nächste Jahreszeit, gell, gleich. Das heißt, ich muss jetzt doch erstmal zurückkommen. Ja. Holt sie da mit 15 nachts. Ja, ich wollte schon wieder nach Norden, da zu der Lady. Ja. Da hast du recht, Norbert. Mit 15 in der Kneipe. Geil. Ich habe noch einen Wiesent erledigt und den einen Bär habe ich auch platt gemacht. Hm. Nice. Also ich komme jetzt mit 245 Fleisch zurück. Was? Das brauchen wir im Leben nicht. Das wird doch alles schlecht. Ja, du kannst ja was nehmen dann für den Komposter. Das ja, schlecht das werden. Stimmt. Das brauchen wir auch für Dünger. Ich habe ja nicht mal einen Komposter, weil ich immer noch nicht weiß, wie und wo ich den baue. Im Schnellbaumenü mit Q. Quasi. Ja. Wo war das? Gebäude, ich glaube Land. Nein, Landwirtschaft nicht. Wo war denn das? Weil den konntest du nämlich schon ganz schnell ganz am Anfang bauen. Wo war denn der, verdammt? Ich war auch der Meinung, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ich habe ihn nie wieder gefunden. Ja, ja, im letzten Stream hatten wir das nämlich, glaube ich, schon. Mhm. Ich dachte eigentlich bei Landwirtschaft. Marc ist ja eine richtige Jagdmaschine. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja zu blöd zum Jagen. Ich kann nur fischen. Hey. Hiltense? Ne. Fallen? Das wird's ja auch nicht sein. Das wäre Quatschkram. Lagerfeuer ist Quatschkram. Sonstiges vielleicht. Ah, das ist auch nichts. Zäune. Verhältnisse. Pflanzen, Arbeitsstation. So, komm erstmal zurück, damit wir weitermachen können. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Mhm. Oh, geht schon von alleine. Durchgemacht. Ja. Mitten im Lauf auf einmal Standbild. Ja. Hä, warum stehe ich denn jetzt hier auf dem Markt? Hallo? Ich wollte gar nicht nach Piastovia. Aber mein Haus ist auch noch nicht fertig, deswegen habe ich noch keinen Schlafplatz. Endlich ist hier wieder schön alles grün und nicht mehr so weiß und kalt. Landwirtschaftsarbeitsstation. Da haben wir einen Komposthaufen. 8 Holzstämme, dann kann ich den bauen. Also ich brauche noch einen. Ja, warte, ich komme. Wo hast du schon gebaut? Nee, mache ich gleich. Okay. Ich klatsche den dann neben die Scheune. So.